ist doch auch nichts Böses, wenn möglicherweise die Einsicht im Senat vorherrscht, unabhängig davon, dass Menschen dann demonstrieren müssen. Das ist nochmal unterstreicht, wie notwendig das ist und die Position, dass das abgestellt werden muss, dadurch nochmal unterstrichen wird, ist sicher für die Problemlösung nicht schlecht. Aber die Situation, dass es eben beseitigt werden muss und geklärt werden muss, ist eindeutig. Warum es noch nicht passiert ist, liegt daran, dass rein formal und rechtlich der entsprechende Beschluss gefasst wurde, nachdem eben diese Festlegungen in der CFM getroffen worden sind. Formal, aber das ist dann eben rechtlich so. Und zweitens ist es so, dass die Charité als Landesbetrieb nicht allein handlungs- und entscheidungsfähig ist in der CFM, und ich gehe davon aus, dass Sie das wissen, und dann muss man sich immer mit dem entsprechenden Partner, der eben nicht übergangen werden kann, einigen, aber ich gehe davon aus, wie gesagt, dass es da zu einer Einigung kommt. Ja, vielleicht einmal ganz kurz den Unmut. Also CFM ausgegründet 2006, irgendwann übergegangen in eine für mich nicht nachvollziehbare Form, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Bis 2008, Leute, gib mir, 2008 war es, seitdem wir versuchen, mit der Geschäftsführung CFM in Tarifverhandlungen einzusteigen. Ignoranz. Das, was wir erlebt haben, und das war jetzt unabhängig von dem Vorstand der Charité, das, was wir in der Geschäftsführung CFM erlebt haben, ist, dass weder die Beschäftigten ernst genommen worden sind in ihren Forderungen, dass die Beschäftigten unter Druck gesetzt werden, dass die Beschäftigten am Streikrecht gehindert worden sind und das ganz massiv. Und wir wirklich seit 2,5 Jahren, seit 3 Jahren im Endeffekt mittlerweile, wirklich versuchen, über sämtliche Wege in Tarifverhandlungen einzusteigen, um endlich für die Beschäftigten vernünftige Löhne und Gehälter, vernünftige Arbeitsbedingungen, sichere Arbeitsbedingungen auch zu schaffen. Und das ist halt der Punkt, warum die Leute mittlerweile, glaube ich, einfach auch den Unmut haben. Ja, und dann lassen Sie uns in die Zukunft schauen. Und, Ja, wollen Sie das Problem gelöst haben oder nicht? Ja, ist okay. Ja, darum geht es. Ja, und dann müssen wir es jetzt ernsthaft anpacken. Es nützt nichts, wenn ich Ihnen sage, okay, und Sie dürfen sicher sein. Ich hätte mir eine andere Situation auch gewünscht, aber das hilft uns jetzt nichts. Ein Senator, der sagt, okay, das war alles nicht schön und so weiter. Nee, Sie brauchen einen Senator, der sagt, dass er alles dafür tun wird, dass die Sache jetzt geklärt wird. Das ist der entscheidende Punkt, und ich darf Ihnen sagen, ich habe die Eckpunkte genannt. Selbstverständlich ist die Beschäftigung in Zukunft unter diesem Mindestlohn, den wir als relevant erachten, aus unserer Sicht nicht möglich. Und ich gehe davon aus, dass es schnellstens behoben wird. Und zweitens, dass man ganz normal in entsprechende Tarifverträge, Verhandlungen eintritt. Ich sage aber auch umgekehrt, wenn Sie das von mir hören und meinen, das ist, könnte schlimmer sein, was ich sage, dass es dann dazu auch gehört, dass man von Seiten der Arbeitnehmer sagt, okay, wenn das Angebot ernst gemeint ist, und es ist ernst gemeint, dann reden wir miteinander, und solange streiken wir nicht, und gucken wir, was dabei rauskommt, und dann muss dieses dann bewertet werden. Das ist das gute Recht und die Selbstverständlichkeit für jede Seite. In diesem Sinne glaube ich, wenn wir uns beide Seiten bemühen, dass wir das Problem tatsächlich vom Eis kriegen, so wie man so schön sagt, selbst an einem warmen Sommerabend. Herr Zöllner, egal was wir wählen, wählen wir keine SPD mehr. Das, was wir jetzt gerade eben gehört haben, wir nehmen Sie einfach beim Wort. Und ich glaube, das haben auch die Streikenden in den gestrigen Tag, wir haben mehrmals gesprochen gehabt, wenn Tatsache die CFM-Geschäftsführung ernsthaft, konstruktiv mit uns in Tarifverhandlungen einsteigt und es keine Verschiebbahnhof ist, dann werden wir natürlich unseren Teil dazu beitragen und in die Verhandlungen natürlich auch konstruktiv einsteigen. Was wir aber halt nicht mehr machen werden, ich glaube, das zeigt auch der heutige Tag, ist, dass wir es aussitzen lassen und nichts tun werden. Ja, bravo! Okay,
Sie können mich beim Wort nehmen, wenn Sie das Gefühl haben, dass ausgesessen wird. Ich kann nicht alle Probleme lösen, wissen Sie auch. Das sollten wir fair miteinander zugestehen. Aber ich kann dafür sorgen, dass niemand dieses Durchaussitzen versucht, möglicherweise vor einer unangenehmen Entscheidung sich zu drücken. Aber beide Seiten müssen wissen, das, was man sich wünscht, ist nicht immer idealiter realisierbar. Aber man muss sich bemühen, den anderen zu verstehen, was er kann, was er nicht kann, was er braucht in ihre Richtung. Und wofür ich sorgen kann, ist, dass nicht auf Zeit gespielt wird oder ausgetrickst wird. Und da können Sie mich beim Wort nehmen. Okay? Herr Senator, wenn es darum ginge, was wir uns wünschen, wünschen würden wir uns eine Rückabwicklung der Privatisierung. Das würden wir uns wünschen. Aber was wir gemeinsam erreichen können, ist möglichst bald ein fairer Tarifvertrag. Die Leute wollen ja gar kein Porsche vorm Haus. Die Leute wollen einen sicheren Lebensabend haben, keine Altersarmut. Darum geht es und das sollten wir gemeinsam anstreben. Vielen Dank. Okay, und jetzt sind Sie mir nicht böse. Ich muss da rein, denn im Gegensatz zu Ihnen habe ich eine sekündliche Kündigungsfrist und sonst liebt mich mein regierender Bürgermeister nicht mehr, wenn ich an der Veranstaltung nicht dabei bin. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gehört, Herr Zöllner hat versprochen, dass nichts mehr verschoben wird. Wir hoffen also, dass die Geschäftsführung der CFM bis morgen früh die Zusage zu den Terminen rüberschickt. Und das heißt, dass wir in der nächsten, maximal Anfang übernächste Woche anfangen und dass es nicht darum geht, das Ganze auf Ende Mai, Juni oder Juli zu verschieben. Wir werden das und sehr genau merken. Wir werden daran erinnern und klar machen, und ich glaube, da verspreche ich ja nicht zu viel, wenn wir den Eindruck haben, dass wir wieder verschaukelt werden, dann sind wir wieder auf der Straße. Die Kraft haben wir.